er fuhr schneller und schneller. Der Wind blies immer stärker. Thomas raste um eine Kurve. Sei vorsichtig, Thomas, tutete Molly. Der Wind bläht die Segel deines Bootes. Aber Thomas zischte zu schnell vorbei, um sie hören zu können. Der Bürgermeister, der dicke Kontrolleur und Lady Hat warteten schon auf Thomas. Sie sahen, wie er auf sie zuraste. Fahr langsamer, Thomas, dröhnte der dicke Kontrolleur. Aber Thomas konnte nicht langsamer fahren. Er sauste vorbei und verschwand schnell in der Ferne. Thomas dampfte immer schneller die Strecke entlang. Er zischte um eine weitere Kurve. Und dann legte sich plötzlich der Wind und Thomas blieb stehen. Wenn der Wind wieder so kräftig bläst, schaffe ich es nicht anzuhalten, jammerte er. Und dann kann das Boot nicht getauft werden und der Bürgermeister und der dicke Kontrolleur werden sauer auf mich sein. Thomas wusste jetzt, dass es ein Fehler gewesen war, nicht auf den Schiffsbauer zu warten. Ich muss so schnell wie möglich zurück zum Hafen fahren und den Schiffsbauer abholen, damit er den Mast umlegt, tutete er. Der Flachwagen wurde abgekoppelt und Thomas dampfte los. Etwas später rollte Thomas in den Hafen. Ist der Schiffsbauer angekommen, Salty? Schnaufte er. Aber ja, mein Junge, sagte Salty beruhigend. Thomas war sehr erleichtert. Der Schiffsbauer kletterte rasch in den Führerstand und Thomas setzte sich in Bewegung. Bald hatte Thomas den Flachwagen mit dem Boot erreicht. Der Schiffsbauer verteute die Segel und legte den Mast um. Langsam dampfte Thomas zurück zum Ort der Schiffstaufe. Das Boot war schwer. Thomas kam ordentlich ins Schnaufen. Und dieses Mal half ihm kein Wind. Der Bürgermeister, der dicke Kontrolleur und Lady Hat warteten noch. Sie freuten sich, als Thomas auftauchte und mit ihm das Segelboot des Bürgermeisters. Thomas, wie ich sehe, hast du begriffen, dass man als Lok besser mit Volldampf als mit vollen Segeln fährt. Ja, Sir, sagte Thomas. Und als er sah, wie das Boot ins Wasser glitt, war Thomas stolz darauf, eine wirklich nützliche Lok zu sein.